Okay. Da hinten. Oh, wie viele. Überall. Vielleicht erst den Einzelnen. Ist, glaube ich, besser. Zack. Weg mit ihm. Und die anderen bitte genauso sauber. Hey. Warum hey? Hier ist doch keiner. Das hat keiner mitbekommen, Achilles. Wir müssen uns ruhig verhalten. Dann wird das schon. Hey, hey, hey. Komm. Noch ein Stück. Na. Schön. Ein richtiges Präzisionswerkzeug. Genau nach meinem Geschmack. Da ist noch einer. Und. Plopp. Irgendwas ist da noch, aber wir können es noch nicht sehen. Aber gleich. Da ist er, Mensch, mein bester Freund. Ich dachte, er wäre ein Baum. So peripher. Aber es war kein Baum. Es war ein hässlicher Lake Lurk. Und da sind die letzten. Last but not least. Danke. Ich mag das Gewehr. Ich kann damit wirklich arbeiten. Doch, lässt sich damit arbeiten. Knarre weg. Sieht gut aus. Sieht sauber hier aus. Den Kram nicht vergessen. Was kriegen wir denn eigentlich so Schönes von denen? Nur den Standardkram oder vielleicht ein bisschen was mehr überhaupt irgendwas? Nein? Na, dann haben wir es für die EP getan. Für die EP. Für die glorreichen EP. Ein Schlückchen Wasser noch nehmen. Und dann könnten wir uns noch die Hütten angucken, wenn sie begehbar sind. Alle leer. Gut, das kann man natürlich auch vorher lesen. Upsi, ich brauche unbedingt diese Inventarvorschau. Dieses schnelle Loot-System aus Fallout 4. Das gibt es hier auch als Mod für Fallout New Vegas. Aber, also es läuft schon stabiler. Ich habe schon einiges wieder retten können. Ich hatte es ja schon erwähnt gehabt. Das lief echt eine ganze Weile sehr instabil, mein New Vegas. Ist besser geworden. Musste jetzt auch nicht so viele Mods deinstallieren. Also keine 20 oder so. Aber ein bisschen ist noch frickelig. Ne? Wenn ich hin und wieder mal so einen ruckligen Schnitt habe. Sowas hier. Genau, dann lag es wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen wieder mal am Spielen. Aber es wird weniger. Okay, wir müssen raus hier. Aus dem Valley. Markierung entfernen, zurück zum Scharfschützennest, aber das ist auch verdammt. Verdammt. Ja, verdammt. In den Bergen liegend. Aber was muss, das muss. Von da können wir zumindest dann runter. So, Südwest. Nächstes leeres Dreieck. Aber hier kommen wir solide über den Bergkamm. Glaube ich. Pi mal Daumen, ungefähr. Offroad. Mit der untergehenden Sonne. Aber wir könnten natürlich auch da zum Wasserturm. Warum eigentlich nicht? Gute Idee. Ihr habt mich überzeugt. Darauf ein Schlückchen Energy Drink. Sehr lecker. Habe ich auch noch nicht getrunken. Das ist ein Rockstar Energy Zero Sugar. Also den habe ich zumindest noch nicht getrunken. Es gibt auch noch andere Energy Drinks. Aber der ist schon verdammt lecker jetzt gerade. Hashtag unbezahlte Werbung. Na, strahlst du wirklich, oder? Nee, nicht wirklich. Doch, jetzt. Ab Zweirad nehme ich einen Red Axe. Hier sind noch Gule, ne? Ich glaube schon. Als erstes zum Wasserturm. Dann rein in die kleine City da. Wegen High Ground und so. Oh, die Sonne, Mensch. Sieht die gut aus. Also wir sehen zwar überhaupt gar nichts, aber es fühlt sich total gut an.
Arkham Searchlight. Oh, das ist eine richtige Stadt mit. Oh, 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 Achilles! Achilles, Achilles, Achilles! Das sind ja smarte Ghule. Das waren ja smarte Ghule, aber böse smarte Ghule. Das lag jetzt nicht an mir. Keine Ahnung, warum die uns so angegriffen haben. Der ist böse, ne? Ein böser Geschützturm. Noch mehr böse Geschütztürme hier irgendwo. VATS sagt nein. Aber auf die Distanz kann man das nicht mit Sicherheit sagen. Oh, da ist noch einer. Den holen wir uns. Der hat hier nichts von der Action mitbekommen. Mm-mm. Oh, ein Hütchen. Ist aber verbarrikadiert. Können wir nicht rein. Action. Uhuhu, aus dem hohen Gras heraus. Erst ihn. Nein, stehen bleiben. Immer schön stehen bleiben. Achilles! Achilles, Mensch! Du Lump, du! Ballert er einfach nach vorne. Na, wenn er will... Der Turm, Achilles, pass auf! Sauber, Mann. Richtig schön sauber. Naja, geht natürlich besser. Ich sag mal 2 Minus. Doch. Das war eine 2 Minus. Und er strahlt hier die ganze Zeit. Warum eigentlich? Da ist noch irgendwo einer. Da hinten! Der leuchtet sogar. Noch ein Turm. Der leuchtende, ne? Er macht mir Sorgen. Bleib stehen. Kollege, bleib einfach stehen. Psch. Boom! Oh, die Kohle sehen aber echt gut aus. Gesichtstextur. Unheimlich gut. Boom! Zack, zack, zack. Geschützturm deaktivieren. Klasse, wir können. Mittlerer Nahkampf. Und vergesst nicht, die Leichen zu looten. Unter anderem sind wir deswegen hier. Oh Gott, wir sind echt hart. Ja, wir werden immer verstrahlter. Uncool, aber das müssen wir hier, glaube ich. Oh, stopp, stopp, stopp. Plus 2 Strahlung ist mir zu hoch. Und ich möchte aber hier nicht im Strahlenschutzanzug durch die Gegend laufen. Pille, 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 Mann! Und Red Away, wenn wir schon mal dabei sind. Zieh's dir rein, Mann. Oh yeah! Kampfmesser, NCR Trooper Armor, da muss ich nachgucken. Haben wir schon, wir können direkt weitermachen. Wunderbar, aber vorsichtig, da vorne ist jede Menge Tumult. In welche Buden können wir hier rein und in welche nicht? Also in die zugenagelten natürlich erstmal nicht. Achilles! Was ist los, Mann? Was soll das? Jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Oh, 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 oh! Plus 2 Rad pro Sekunde. Wir müssen trotzdem, trotz des Red X, müssen wir in unseren Hochleistungsstrahlenschutzanzug. Mhm. Übel! Und da sind sie auch schon, meine Freunde! Keine Arme, keine Kekse. Zergliederung, oh. 400 von 1000. Nicht verkehrt. Und da kommt auch schon der nächste. Zack. Loot nicht vergessen. Aber da sind noch mehr. Oh, oh. Hinter uns, ne? In der Gasse. Ist auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen dunkel schon. Oder geht gerade die Sonne auf? Ich habe den Überblick verloren. Ich guck mal ganz kurz nach. Ist das die aufgehende oder die untergehende Sonne? Es ist die untergehende Sonne. Ah, ich würde schon ganz gerne hier das Städtchen mit Tageslicht auseinandernehmen. Wo wäre ich denn vor Strahlung geschützt? Da unten eventuell? Gut möglich. Ultimativer Nahkampf. Wir gucken mal. Ist hier einer? Ist hier zufällig ein Bettchen oder so? Oh! Wow, hab ich mich gerade erschrocken. Ein paar Kahne wurden von der RNK in den Ruinen von Boulder City in die Enge getrieben und erledigt. Hört sich an wie Bitter Springs. Ich war mit dabei, Mensch, Logan.
Wer zum Teufel bist du? Ich bin der Leo, / Tobias Reaper hier in diesem Spiel. Außerdem könnte ich dir das Gleiche fragen. Ich heiße Logan. Was zum Teufel willst du? Eigentlich nur schlafen. Warum diese Feindseligkeit? Hör mal zu, ich hab hier keinen Bock auf dich. Entweder du verziehst dich oder die Sache hier wird ernst. Wie bitte? Ich steck erstmal die Knarre weg. Und er strahlt hier drin auch noch die ganze Zeit. Oh, ich darf mich bedienen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Wir gucken erstmal. Und zur Not müssen wir hier drin einfach warten, bis die Sonne wieder aufgeht. Eine Arzttasche, yay! Können wir auch mitnehmen. Eine neue Platte, nice. Eins nach dem anderen. Ich darf hier ran. Die Schrift war nicht rot. Na? Wir waren gar nicht so schlecht hier oben, ne? Schön die Kratzer am Auge behalten. Na? Können wir alles mitnehmen? Rein damit in die Tasche. Boah, wie viel Kram hier rumliegt. Kippen. Kippen, kippen, kippen. Leer, 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 leer. Der RNK hat sich Nelson wiedergeholt. Vielleicht ja. Können sie diesen Krieg doch noch gewinnen. Mhm. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Okay, ich kann hier auch nicht schlafen, fällt mir gerade so ein. Denn wir leiden die ganze Zeit Strahlungsschaden. Das ist ungut. Schweißpistole brauche ich nicht. Pfeilbox. Die Kippen. Und die Brause. Boah. Dass wir das hier alles looten dürfen. Nicht, dass sie uns in den Rücken schießen oder so. Flup, flup, flup. Kippen. Noch mehr. Alter Schwede, stopp. Die war leer. Einmal zu viel gedrückt. Lieber einmal zu viel gedrückt als zu wenig. Moni herstellen jetzt gerade nicht. Hier noch irgendwas. Die haben wir schon. Grauer Rangerhut muss ich gucken. Nope, den haben wir noch nicht. Was kann der denn? Gucke ich gleich mal nach. Grauer, 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 grauer Rangerhut. Effekte Wahrnehmung plus 1. Und unser Sheriff hat auch Wahrnehmung plus 1. Können wir ja austauschen, nur für die Variation. Hallo. Oh, und das Altmetall dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Trooper Armor haben wir schon. Hacking! Klammern, Klammern, Klammern. Wir wissen, wie das abläuft. Zack. Und zack. Und zack. Jawohl, ja. Mhm. Ja. Sehr gut. Ausgezeichnet. Wir können, ne? Ist nur noch ein Wort. Na, was kriegen wir hier Feines zu sehen? Aktuelles Inventar. Aktueller Inventarstatus unbekannt. Protokolleintrag 1836. Camp Searchlight. Protokoll des Quartiermeisters. Eintrag 1836. In letzter Zeit kommen weniger Nachschublieferungen als früher. Ich habe den Funkoffizier gefragt, ob es Kommunikationsprobleme gebe. Und er meinte, es sei alles in Ordnung. Ich kontaktierte unsere Versorgungsbasis und erfuhr dort lediglich, alle Anfragen seien bearbeitet und jeder einzelne Gegenstand auf meiner Liste ans Lager geliefert worden. Entweder belügt man mich oder jemand fängt unsere Lieferung ab. Ich muss die Sache näher untersuchen. Eintrag 2257. Ich entschloss mich, in meiner Freizeit mal die Handelsroute abzugehen, auf der die Güter ans Camp geliefert werden. Unterwegs traf ich einen Reisenden und fragte ihn, ob er für Camp Searchlight bestimmte RNK-Nachschublieferungen gesehen habe. Er erzählte, er habe gesehen, wie man einige RNK-Kisten aus Nipton herausgebracht habe, wisse aber nicht, wohin. Und er meinte, die Männer haben nicht wie RNK-Soldaten ausgesehen. Wenn ich das nächste Mal lange genug frei habe, muss ich nach Nipton mal sehen, ob dort jemand was weiß vom Verbleib der Versorgungsgüter. Safe entsperren. Ist schon geknackt, ne? Vielleicht können Sie diesen Krieg doch trotzdem. Noch EP, EP, EP. Aber wir können hier nicht warten, was verdammt schade ist. Nope, wir müssen aus dem Strahlungsgebiet raus. Können wir reden? Die RNK hat sich Nelson wiedergeholt. Ja, ich war auch da dabei. Sie diesen Krieg doch noch gewinnen. Ja, wenn wir uns alle ins Zeug legen, dann wird das schon. Kann ich den Strom ausstellen? Im Dunkeln ist gut munkeln, ne? Telefonstreich, Telefonstreich. Oh, oh, wir müssen raus. Raus hier aus der Strahlenhölle. Wo können wir ein Nickerchen machen? Strahlt das ja überall? Auch in der Bude da? Ich zück trotzdem mal mein Midrange-Gewehr.
Das wird ja überall strahlen. Hier kann ich auch gar nicht rein. Weg, 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 weg. So weit wie möglich von Searchlight weg. Ja, das stimmt. Das ist keine leere Warnung, dieses Radioaktivitätsschildchen. Wir machen Rast und zwar genau hinter diesem großen, großen Stein. Wir wollen schlafen. Und zwar bis 6 Uhr morgens. Das bedeutet 9 Stunden. Klasse. Naja, obwohl wir nicht wirklich schlafen. Ist in Ordnung, wir können. Achillesmensch. Es geht auch alles gleich viel, viel besser. Mit ein bisschen Wüstentageslicht. Da waren wir jetzt schon drin. Da können wir gar nicht rein. Da sehe ich eine zugenagelte Tür. Aber ich glaube, hier gibt es noch einen anderen Untergrundbereich. Du stresst uns nicht, ne? Nein, du stresst uns nicht. Euch haben wir gelootet. Da hinten sind noch welche gewesen. Sind die noch da? Oh. Wow. Achilles, Mensch. Oh, da war ein Skorpion. Aber schon wieder plus 2 Rad pro Sekunde. Wir müssen den Strahlenschutzanzug tragen und Red Axe nehmen. Aber das können wir jetzt nicht schlucken. Schande. Stimmt. Weil wir in dem Schutzanzug drin sind. Wir müssen kurz raus. Oder ich kann es ja nochmal probieren. Aber ich glaube, das wird nichts. Macht er nicht, ne? So immersiv das Ganze. Dann raus aus der Klamotte bitte ganz kurz. Ganz kurz nackig rumlaufen. Und floppdiwopp. Dankeschön. Strahlenschutzanzug. Wobei, vielleicht noch ein Redaway. Gute Idee. Dankeschön. Für die Erinnerung. Ah ja, direkt in die Hüfte. Jetzt speichern. Wobei, erstmal den Schutzanzug wieder anziehen. Jetzt speichern. Und wir gehen rein. Das wird echt hart, Mensch. Warum ist das bitte hier so herb verstrahlt? Ach ja, stimmt. Wir müssen noch eine Brause trinken. Fällt mir gerade so ein. Haben wir noch irgendwas bekommen, was uns länger bufft? Nein. Zack. Durst ist auch ein Thema. Und Essen. Dann hauen wir uns das Frische rein. Und jetzt geht's los. Jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Die haben wir noch nicht gelootet. Und hier ist noch ein Terminal. Ah, warte mal, können wir vielleicht die Geschütztürme? Na klar, können wir die gegen die Ghule einsetzen. Das hätten wir vorher machen sollen, bevor wir die Geschütztürme teilweise zerschossen haben. Ungünstig. Aber okay. Eins nach dem anderen. Na? Nope, 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 nope. Okay. Das ist wirklich schwer. Sehr schwer sogar. 1 von 12. Vielleicht das Y am Ende. Ist ja noch irgendwas mit Y am Ende. Oder das I am Anfang. Das ist kein guter Anhaltspunkt. 1 von 12. Da kann man wenig draus machen. Lautsprecher. Oh Gott. Naja, zumindest können wir die anderen Buchstaben dann, die nicht getroffen sind, ausschließen. Oh, das wird doch hier nichts. Das werden bestimmt auch nicht die gleichen Buchstaben gewesen sein, die hier und hier gestimmt haben. Wobei, an dritter Stelle, also in drittletzter Stelle, das könnte es sein. Theoretisch, ne? Aber wir haben zu wenig Anhaltspunkte. Aber hier ist auch ein E an drittletzter Stelle. Und das wäre auch das einzigste Wort überhaupt, wo das E noch in drittletzter Stelle ist. Okay. Better luck next time. Jawohl, ja. Klappe die dritte. Ich will ehrlich sein. Aber immerhin. Geschützturm Verteidigung aktivieren. Gegen alles und jeden, bitte. Und jetzt... Oh, sorry, sorry. Und jetzt sollte hier eigentlich geballert werden. Und dann können wir sie ja immer noch zerschießen, wenn sie für uns zur Gefahr werden. Dankeschön. Übel. Kampfmesser. Ein gutes Kampfmesser. Verstrahlt RNK-Erkennungsmarke. Aber die strahlt auch nicht weiter in meiner Tasche, oder? Das wäre schon ziemlich ungünstig. Hier können wir auch rein, merken wir uns. In die Feuerwehr konnten wir rein. Und da vorne wartet irgendwer auf uns. Hey, zeigt euch! Ihr miesen Halunken.
Na, noch ein Bunker? Ich glaube schon, hier, ne? Aber erstmal machen wir hier schön klar Schiff. Digga. Hi. Schande. Idi Mensch. Na, der will noch ein bisschen mehr haben, ne? Boah, irgendwie mag er hier die Ecke nicht. Ich hatte vorhin schon einfach mal nur 2 Frames gehabt pro Sekunde. Ich dachte, ich hätte die Geschütztürme aktiviert. I don't know. Irgendwas haut ihr gerade ganz gewaltig nicht hin. Oh, 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 oh. I don't know. Vorsichtig. Kampfmesser. Und weg hier. Und nicht in die Richtung gucken. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir ignorieren das. In die Richtung geht's wieder. Da muss irgendwas ganz, ganz Fieses sein. Vielleicht mal initial safe machen. Natürlich in die andere Richtung guckend. Ja, irgendwas stresst hier gerade. Mein Fallout New Vegas extrem. Ich will nur da rein. Nur da in den Bunker. Oder in den Keller. Church Basement. Hier sollte alles wieder laufen. Toi, toi, toi. Aber schön, dass es nicht abgestürzt ist, ne? Ultimativer Nahkampf. Was sagt die Strahlung? Wir sollten uns hier unten mal entstrahlen. Oder war der intelligent oder so? Oh, oh, oh. Alter, Alter, stopp. Warum hat er nicht Achilles angegriffen? Aus dem Nichts, Mann. Aus dem Nichts. Nur die Haut, bitte. Ja, wir sollten uns wirklich entstrahlen. Oh, sind wir überladen? Ganz offensichtlich sind wir überladen, sagte er und nahm gleich noch 2 Mini-Atombomben mit. Ja, wir sind überladen. Erstmal gucken. Können wir die Kampfmesser vielleicht noch miteinander kombinieren? Oder unsere Jagdgewehre? Ich meine, es ist noch nicht so wirklich kaputt, aber... Nee, leider nicht. Schade. Können wir die kombinieren? Sind Idi und Achilles voll? Das checken wir auch gleich. Das muss jetzt sein. Jupp, jupp, jupp. Und jupp. Zumindest können wir jetzt schon wieder laufen. Raus aus dem Strahlenschutzanzug. Und gleich noch 2 Redaways. Macht er das auch hintereinander? Ich will auch schwer hoffen. Und nochmal bitte. Oder vielleicht hat er beide dann in einer Animation genommen. Möglich ist ja alles, aber das reicht noch nicht. Schande, Mensch. Wie das hier strahlt. Das können wir mitnehmen, ne? Trainingshandbuch für Spezialeinsätze. Trainings. Chinesisches Trainingshandbuch. Das können wir sogar lernen. Schleichen um 3 erhöht. Nice. Dauerhafter Buff. Ist mir am liebsten, ne? Was sagt die Strahlung? Noch 1, bitte. Right away. Auf die Animation warten. Reicht mir. Sollte auch dem Spiel reichen. Du bist voll, Achilles. Idi. Was sagt Idi? Idi kann auch, Mensch. Wer hätte das gedacht? Idi, du kriegst von mir das. Ich glaube, die Pistole werden wir generell auch nicht mehr benutzen. Ne? Wir haben so schöne Gewehre. Die kommt dann auch in die Sammlung. Das kannst du noch mitnehmen. Das Ballpapp-Heckenschützengewehr können wir auch aussortieren. Ich mag das neue sehr. Das muss nur noch mehr repariert werden. Das Verkaufsjagdgewehr oder Reparaturjagdgewehr und das und das und das noch. Und ansonsten so, alles cool. Den Sheriff Hat tauschen wir ja aus gegen den grauen Ranger Hut. Zack. Mehr haben wir nicht. Doch, wir müssen auch noch ganz, ganz viel haben. Dinge, die wiegen, bitte. Leguan am Schild. Den würde ich selber noch futtern, den Leguan. Der ist nämlich total lecker. Sonstiges. Hier ist doch bestimmt noch was dabei. Gecko-Haut. Die wiegt echt viel. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Lead, Blei. Kippen, 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 kippen. Pilot Light. Mensch, Idi, ey, du bist unser Retter hier. Ansonsten hätten wir jetzt schon eine Good Springs Tour machen müssen. Aber ich würde schon ganz gerne hier noch Searchlight auseinandernehmen. Wonderglue. Weil er so schön klebt. Und die Drüsen von den Skorpionen. Ist das alles? Nein, das kann nicht alles gewesen sein.
Die Mini-Atombomben, die müssen auch weg. Auf jeden Fall. Box of the Turgen brauche ich jetzt gerade nicht, aber später. Und natürlich die Zigarettenstangen. Und die einzelnen Kippen. Gut, das können wir uns sparen. Die wiegen ja nichts. Duct Tape. Au. Feuergecko-Haut. Ist gut, ne? Ist gut, hier ist nichts weiter. Beim Muni höchstens noch. Missiles, klasse. Mini-Nukes. Und noch 10. Ich meine, wenn wir schon mal dabei sind. Mufu-Zellen brauche ich nicht. LGM auch nicht. Kaliber 20. Eigentlich jetzt gerade auch nicht. Kaliber 12 Patrone, die normalen, aber auch nicht, ne? 1,8. Ist ihr die voll? Fast. Fast! 9mm Patronen. Weg damit! 5,56er. Weg damit! Ist okay, wir brauchen uns da nicht übertreiben. Speichern und raus wieder an die frische Luft, nachdem wir zurück in den Hochleistungsstrahlenschutzanzug geschlüpft sind.